Wir müssen schnell handeln. Ihr seid zurück und gerade noch zur rechten Zeit. Seit eurer Abreise ist hier viel passiert, aber ich habe nun keine Zeit, euch darüber zu berichten. Was ihr mir erzählt habt, wird meinen Männern hier im Breland gute Dienste erweisen. Doch im Moment gibt es eine dringlichere Bedrohung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Während ihr unterwegs wart, haben dieselben Nazgul, die ihr mit Andir gesehen habt, den Gasthof hier angegriffen. Sie suchen die Reisenden, auf die ich warte, 4 Hobbits aus dem Auenland. Ich kann euch nicht sagen, warum sie an meinen Gefährten ein derartiges Interesse hatten. Aber was ich sicher weiß, ist, dass ich eure Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen muss. Warte mal, du wartest immer noch auf sie, aber sie haben schon angegriffen? Das passt nicht ganz. Also das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Theoretischerweise müssten die Hobbits jetzt gerade oben drin sein, irgendwo in der Kammer und versteckt gehalten werden. Merkwürdig. Ich brauche eure Hilfe. Ihr habt, genau wie ich, zwar 5 Nazgul gesehen, doch in Wirklichkeit sind es 9. Bevor ich meine Gefährten aus Bree herausbringe, muss ich wissen, wo sich die anderen 4 aufhalten. Würdet ihr nach Westen gehen und mit Lenglin sprechen? Ich habe ihn nach Bockland geschickt, damit er ein Auge auf einen bestimmten Hobbit wirft. Aber es scheint, als ob Herr Unterberg und seine Freunde sich für einen anderen Weg entschieden haben. Sie stehen nun hier unter meinem Schutz. Dennoch könnte Lenglin wissen, wo die anderen Nazgul sich aufhalten. Er lagert auf einer Anhöhe im Norden des Bockland-Tors und hat vielleicht etwas gesehen, was mir von Nutzen sein könnte. Aber ihr müsst euch beeilen. Ich darf unsere Abreise nicht zu lange hinauszögern. Okay, hier hat er ja Herr Unterberg erwähnt. Das ist natürlich nicht der Bannwart Unterberg, sondern damit ist eigentlich Frodo gemeint, der ja unter dem Decknamen Unterberg herumläuft. Und so wie es hier klingt, sind sie jetzt also doch schon hier mit im Gasthaus drin. Also irgendwie ist es ein bisschen widersprüchlich, aber wir nehmen mal an, jetzt in diesem Moment sind die Hobbits hier mit im Gasthaus. Gut, und wir machen uns mal gleich auf den Weg in Richtung Bockland, um Lenglin zu helfen. Aber zuvor will ich noch etwas Kleines machen. Und zwar gehe ich dazu mal... Ach, eigentlich kann ich das so hier machen. Klar, stellen wir es mal hier ins Feuer, warum nicht? Blup. So, und dann schauen wir mal ganz kurz ins Questlog. Und da haben wir... Oh Gott, wo war denn das? Bei Einleitung? Nein. Ruf? Nein. Scharmützel sicher auch nicht. Unterkunft? Nein. Habe ich das noch gar nicht angenommen? Das kann natürlich sein. Gut, machen wir das mal. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht angenommen. Und zwar bekommt man einen Brief, wenn man... Oh, lass mich lügen. Ich glaube, sogar Level 20 erreicht. Kann auch Level 15 sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Eine dringende Angelegenheit. Dieser Brief stammt von eurem Ausbilder in Bree. Ihr mögt euch bei nächster Gelegenheit bei ihm melden. Und es gibt für jede Klasse eine eigene Questreihe. Und zwar bei bestimmten Leveln wird man immer kontaktiert von einem Ausbilder und der bringt einen dann ein bisschen voran in der eigenen Klasse sozusagen. Und das will ich euch auch noch zeigen, ganz einfach, weil es auch irgendwo mit ein elementarer Bestandteil hier am Anfang ist. Auch wenn es jetzt nicht mit zum Hauptquest gehört, aber ich finde, es gehört irgendwie mit dazu, deswegen machen wir das mal. Aigir, ich habe Neuigkeiten für euch in Bree. Es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit und ich wünsche mir, ihr würdet euch darum kümmern, denn ich denke, ihr könntet dabei eine wichtige Lektion lernen. Flambard Tuk. Okay, hier steht Flambard, eigentlich heißt er im Deutschen Fridolin. Da hat man es mal wieder mit der Lokalisierung nicht richtig hingekriegt, wie es scheint. Bringt den Brief zu Fridolin Tuk nach Bree. In Ordnung, das werden wir gleich mal zuerst machen. Ja, es ist für Level 15, denn wir sehen, es ist auch grün. Sonst wäre das weiß, wenn es für Level 20 wäre. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir sehen ja hier auf dem Radar, wo wir hin müssen. Schnell auf den Gaul. Und dann können wir uns auch mal ein bisschen Bree bei der Gelegenheit anschauen. Denn tatsächlich habe ich euch ja noch nichts weiter von der Stadt gezeigt. Hier ist ja das Markttor. Und von da drüben sind wir gekommen. Dort ist ja das Schluchtertor. So, und da an dem Keilerbrunnen sind wir schon vorbeigekommen. Der ist ganz putzig, finde ich, aber nicht weiter von Interesse. Bei Oberwachtmeister Heidestroh kann man ein paar Aufträge machen, die sich mit dem Breeland, um das Breeland hier drehen. Und man kann bei ihm auch Sammelgegenstände abgeben. Also wir sammeln ja immer hier, das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Abgenutzte Schwertscheiden gibt es zum Beispiel von den Schwarzwoldräubern. Die schiefen Klauen, glaube ich, von den Zirperkörpern, bin ich mir nicht ganz sicher. Und solches Zeug kann man entweder einfach verkaufen oder es steht ja auch da, dieser Gegenstand kann zur Erfüllung von Aufträgen abgegeben werden. Und dazu findet man in jeder Siedlung ein schwarzes Brett, eine Anschlagtafel, genau.
Die können wir uns mal kurz anschauen. Und da haben wir alles, was zum jeweiligen Levelbereich mit gehört. Zum Beispiel, was war denn das jetzt gerade? Zerfurchte Klauen? Schiefe Klauen. Die schiefen Klauen haben wir jetzt gerade zum Beispiel gar nicht mit dabei. Aber die zerbrochenen Beile doch bestimmt, ne? Ja. So, dann nehmen wir das mal kurz an. Gesucht zerbrochene Beile von Räubern in der Albre. Genau. Dann kann man das annehmen und hier drüben bei ihm abgeben und bekommt dafür noch ein paar Punkte, ein paar Erfahrungspunkte. Das sind natürlich nicht so viele. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Achso, ich kann es natürlich noch nicht abgeben, weil ich die noch gar nicht im richtigen Inventar habe. So, jetzt geht das. Ich grüße euch. Jetzt gibt es einige Räuber weniger, die den hiesigen Bewohnern Schrecken bereiten können. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. So, damit gibt es Ruf und Bray und ein bisschen was an Erfahrungspunkten. Ist nicht viel. Man kann von diesen Aufgaben, diesen Sammelaufgaben, genau 5 Stück am Tag machen. Und wenn man dann die Grenze wieder zurücksetzen will auf 0, dann muss man dafür ein paar Punkte ausgeben. Macht kein Schwein, weil es lohnt sich überhaupt nicht. Und wenn man insgesamt in seiner Karriere mit einem Charakter mal 100 solcher Aufträge gemacht hat, dann wird eine Tat erfüllt und damit die Auftragsgrenze, die tägliche, auf 6 erhöht. Allerdings, also ich habe es mir später abgewöhnt, das zu machen. Ich habe das Zeug dann einfach immer verkauft. Lohnt sich nicht so sehr eigentlich, die Aufträge dann immer zu machen. Am Anfang ist es ganz gut, gerade hier im Bre, um ein bisschen was an Ruf zu sammeln. Das ist übrigens das Rathaus hier drüben. Sieht schlicht, aber ganz nett aus. So, wir wollen aber weiter nach Süden vorstoßen. So, da drüben kommen wir weiter in den Kern der Stadt. Hier haben wir übrigens den Kerker. Es gibt ja auch eine richtige Rundreise, eine Stadttour durch Bre heißt die Aufgabe direkt. Und da lernt man quasi mal alles kennen. Ich glaube, die Ecke, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, die haben sie mal später irgendwann hinzugefügt. Hier ist, glaube ich, auch nichts weiter, außer ein paar schiefen Gassen, die ganz hübsch aussehen, aber ansonsten nicht so viel hergeben. Hier kommen wir letztendlich, wenn wir hier rechts rumgehen, wieder beim Schluchter Tor raus. Also man hat ja auch ein paar schöne gebundene Pfade. Kommen wir hier eigentlich? Nee, man kann gar nicht draufspringen, schade. Aber auf das Haus bestimmt, oder? Natürlich. Können also auch ein bisschen über die Häuser drüber heizen. Hier ist das Auktionshaus. Da kann man quasi von anderen Leuten Gegenstände ersteigern. So, was es mit dem verlorenen Schatten auf sich hat, werden wir noch erleben. Das hat was mit den Hügelgräberhöhlen zu tun. Ich glaube, es kommt nicht im Hauptquest vor, also ihr werdet dazu nicht mehr erfahren. Aber das sind halt geplagte Seelen aus den Hügelgräberhöhlen gleich nebenan. Höhen, nicht Höhlen. Entschuldigung. So, und hier ist Fridolin Tuck. Der ist halt auch der Ausbilder für die Jäger hier. Also früher hat man bei denen die Skills gelernt. Heutzutage nicht mehr. Seid gegrüßt. Es ist schön, euch zu sehen. Es gibt da etwas, bei dem ihr mir helfen und gleichzeitig noch die eine oder andere Sache über den von euch gewählten Pfad lernen könntet. Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Der Pfad des Jägers. Und wir bekommen da einen netten Helm gleich. Das wird schön. Euer Ziel ist klar und eure Augen sind scharf, Algier. Aber noch erlegt ihr nur schwache Beute. Ihr seid noch nicht gut genug, um euch allein gegen die Feinde zu verteidigen, die euch erwarten. Ich kenne vielleicht jemanden, der euch unterweisen könnte. Gertie Leine ist eine sehr begabte Jägerin und obwohl sie mit Unwürdigen nur wenig Geduld zeigt, wird sie euch gerne ihr Wissen vermitteln, sofern ihr euch für würdig erachtet. Sofern sie euch für würdig erachtet. Sucht Gertie Leine in Arthurs Lager an der großen Oststraße zwischen Bre und Bockland. Das bietet sich an, denn dort kommen wir sowieso vorbei. So, und wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, ich werde jetzt zum Auenland aufbrechen und den Weg des Rings beschreiten. Denn die Aufgaben, die wir jetzt vor uns haben, die liegen mit auf dem Weg sozusagen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Na komm, jetzt geh mal hin hier. Was kann ich für euch tun? So, dann kann ich... Ach Mist, die schnellen Reisen sind ja mit dem Account, mit dem Charakter gar nicht freigeschaltet. Ach, das habe ich bloß mit den anderen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also man hat die schnellen Reisen als VIP und ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe kostenlos, also es gab mal vor einem guten Jahr eine Aktion, dass man einen Monat lang kostenlos VIP sein kann. Mensch, sogar jemand anderes online gerade um die Zeit. Ha. Und da ist es so, wenn man einmal VIP war, dann hat man die schnelle Reise bei den Reithändlern, nicht Reithändler, bei den... Wie heißen sie denn? Ich weiß es gar nicht. Bei den Reisehändlern da, bei den Typen. Halt freigeschaltet. Allerdings gilt das eben nur für die Charaktere, die während... Na, bitte keine Lags. Die während der Zeit als VIPs auch wirklich dann schon aktiv waren. Ich kann übrigens auch mal hier so machen. Da können wir ein bisschen die Landschaft genießen.
Ja, und da Algier natürlich jetzt erst vor kurzem erzeugt wurde, hier fürs Let's Play, gilt das natürlich nicht für ihn. Deswegen kann ich mit ihm keine schnellen Reisen machen, außer in die Stadtgebiete. Und das Auenland ist zum Glück ein Stadtgebiet, deswegen können wir gleich eine schnelle Reise zum Auenland machen. So, auch hier nochmal einen Blick nach links und rechts. Oh, hier können wir einen Quest machen. Das nehme ich mal kurz mit an. Achso, ha, ist ja schlau. Ich habe ja gerade ja alles ausgemacht, aber das ist natürlich nicht angezeigt. Ach nee, komm, das mache ich ein andermal. Ist jetzt egal. So, machen wir es wieder aus. Um ein wenig den Ausblick genießen zu können. Hier ist übrigens die Bank. Bei der Bank kann man sich ein Schließfach mieten. In dem Schließfach kann man Klamotten einlagern, Gegenstände einlagern. Ich glaube, das ist da die Hauptsache so. Also das Hauptsächliche, wofür die Bank da ist. So, und ich gehe nochmal ganz kurz hier zu Liliane Sandheber, weil Liliane eine Händlerin ist. Was darf ich an diesem wundervollen Tag für euch tun? Erstmal kurz die ganzen Gegenstände reparieren, die wir so haben. Und dann verkaufen wir mal ganz kurz. So, die Schulterstütze können jetzt weg. Ah, das ist für die Drechsler, das behalte ich. Leichtes Zell, das ist auch für die Drechsler. Den Schwarzwaldumhang, den kann ich verkaufen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Na, verkauf bitte. Das, das, das. Gut, jetzt kommt nur noch Kram. Nee, halt, die wollte ich nicht verkaufen. Es gibt übrigens auch die Rückkauffunktion, wenn man das verkauft, das man nicht verkaufen wollte. Wie meine normalen Fälle, die will ich natürlich behalten. Weil ich daraus noch Leder machen kann und damit meine Fürsterprofession noch ein bisschen verbessern kann. Dann kann man das einfach für den Preis, für den man es gerade verkauft hat, auch wieder zurückkaufen. Ich kann euch allerdings nicht sagen, wie lange das dort drin bleibt in dem Zwischenspeicher. Also lieber gleich sofort zurückkaufen. Was kann ich für euch tun? So, und jetzt sehen wir haben hier auch ein paar Schnellreisen mit frei. Das sind eben die Stadtgebiete Celandim, beziehungsweise ich glaube es heißt Celandim. Ist das Elbenstadtgebiet in den Eredluin und Thorins Tor das Zwergenstadtgebiet in den Eredluin. Das können wir uns kurz anschauen. Eredluin sind hier. Die blauen Berge, hier unten ist Celandim. Hier oben ist Thorins Tor, beziehungsweise hier steht Thorins Tore. Und wir sehen auch schon, hier ist es schön grün, das ist das von Elben beeinflusste Gebiet. Hier kommt Zwergengebiet und das ist steinig und ziemlich grau. Gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Und ist direkt, also die Eredluin liegen westlich des Auenlandes. Ich glaube, später gehören sie sogar mit zum Auenland. Es heißt, glaube ich, dann Westmark. Das ist dann aber erst, wenn Aragorn König ist und quasi Sauron besiegt ist, dann wird das, ist das hier quasi wieder eine Provinz des Gondorischen Reiches. Also Gondor hat ja dann wieder alles eingenommen sozusagen, ne? Und Aragorn gönnt den Auenländern aber viel Freiheit und da die ganzen Elben alle über die grauen Antworten, die wir hier unten angedeutet haben, man kann leider nicht hin, da die Elben alle über die grauen Antworten gen Westen segeln, nun ist das Gebiet natürlich frei und Aragorn spricht es dann den Hobbits zu als Teil des Auenlandes, als zusätzliches und es wird dann Westmark genannt. So, deshalb heißt auch das Rote Buch der Westmark, Rotes Buch der Westmark. In dem Roten Buch der Westmark ist einerseits das Vermächtnis von Bilbo drin, also die Reise zum Erebor und zurück, und andererseits auch das von Frodo. Also der Hobbit und der Herr der Ringe sind quasi dort drin hinterlegt, im Roten Buch der Westmark, und zusätzlich noch einige zusätzliche Informationen, wie Lieder der Elben und so weiter. Und dieses Buch ist, ich glaube, in Besitz der Familie von Sam. Ja, ich glaube. Und die verwahren das quasi. Und das ist im Prinzip das historische Artefakt oder das Werk, das Erstwerk, das man betrachtet, wenn man das Ende des dritten Zeitalters nachverfolgen will. Als Mensch in Mittelerde sozusagen. So, hier haben wir das Auenland und hier werden wir jetzt gleich mit schneller Reise aufbrechen. Und zwar werden wir dann nach Michelbinge kommen. Und dann werde ich mal einen kurzen Ritt nach Hobbingen machen, beziehungsweise hier zum Bühl. Den habe ich euch ja schon mal, glaube ich, gezeigt hier auf der Karte, den Bühl. Der Bühl heißt nichts anderes als Hügel. Das ist der Ort, an dem Beutelsend liegt. Also das Haus von Bilbo, beziehungsweise danach Frodo, bis Frodo dann aufbricht. Gut. Ich grüße euch. Also auf nach Michelbinge.
Das geht jetzt relativ schnell. Wir wechseln mal kurz das Pferd. Jetzt muss ich nichts mehr machen. Jetzt steuert es von allein. Und wir haben einen kurzen Ladebildschirm. Auf ins Auenland. So, wir sind in Michelbinge angekommen. Und ich glaube, ich mache auch direkt nochmal die Reise nach Hobbingen. Wie ist das hier zu befinden? Ja, also dieses Zeichen gerade, das hat jetzt angedeutet, dass wir jetzt zum ersten Mal bei diesem Stallmeister sind. Bei ihm ist das jetzt nicht so wichtig, weil man da generell schon hin kann, weil es halt Stadtgebiet ist. Aber bei allen anderen normalen Stallmeistern kann man erst ab dem Moment, wenn man bei ihm einmal vorträgig geworden ist, kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Kann man ihn erst ansteuern von anderen Stallmeistern aus. Insofern das natürlich im Repertoire mitliegt. Also wir sehen das ja, hier sind auch welche ausgegilbt. Das sind in dem Falle nur schnelle Reisen. Hier steht es auch, ihr müsst Abonnent sein oder gewesen sein, um die schnellen Reisen zu machen. Aber das ist auch so, also die gelben, das sind immer die, die man nicht machen kann. Wir sehen es ja hier, funktioniert nicht. Und das, ne, hier Hobbingen ist zum Beispiel da auch eins. Stimmt, da kann ich jetzt noch gar nicht automatisch hinreisen. Das ist ärgerlich. Hobbingen wollte ich jetzt zum Beispiel machen, aber weil wir den Stallmeister in Hobbingen noch nicht angesprochen haben, kann ich das noch nicht anwählen. Das heißt, wir schwingen uns aufs Pferd und reiten selber. So, und dann können wir mal kurz einen Blick ins beschauliche Auenland werfen. Also ein typisches Bild hier im Auenland, das sind übrigens die typischen auenländischen Häuser. Also früher haben die Hobbits in Höhlen gelebt, später hat man dann vor allem diese Bauweise gewählt mit den runden Fenstern, den runden Türen und sehr an Hügel erinnernd, die sich quasi in einen Felsen einschmiegen, wenn man so will. Also die sind dann immer noch unterirdisch sozusagen. Das ist die traditionelle Weise, wie gebaut wurde. Allerdings gibt es halt auch richtige Häuser, wie wir hier zum Beispiel den Hof sehen. Ich frage mich gerade, ob das der lustige... Nee, das ist glaube ich nicht der lustige Hof. Es gibt einen Hof hier im Auenland, der ist lustig insofern, dass man dort Mini-Quests als Huhn spielen kann. Und zwar ist dort so, die Hühner merken, oh, hier liegt was im Argen. Da müssen wir doch mal irgendwie jemanden losschicken, der Hilfe holt und der mit den anderen Hühnern in der Welt spricht. Und dann bekommt man für jedes Gebiet in Eriador die Aufgabe, als das tapferste Huhn des Stalls sozusagen, mach dich auf in das Land und sprich mit den Leuten. Das Problem ist, man ist, glaube ich, Level... Nee, ich glaube, man hat sein eigenes Level, aber man ist ziemlich schwach, kann nicht angreifen und ist ein gefundenes Fressen, ein totales Opfer für alle anderen. Das heißt, es wird dann wirklich ein Chicken Run, sozusagen. Man muss also wirklich dann rennen, um zu überleben. Und muss dann zu irgendjemand bestimmten, manchmal ist es ein Huhn, manchmal ist es auch ein, ich glaube hier in Auenland, da muss man zum Beispiel zu Bauer Maggot, der ganz weit im Osten ist. Und ich glaube, dort spricht man dann mit dem Hund des Bauern. Und ist eigentlich ganz niedlich gemacht. Ich glaube, da gibt es dann auch einen Titel für, wenn man alle Aufgaben erfüllt hat. Habe ich nie geschafft, muss ich zugeben. So viel Guten Tag. Ausdauer hatte ich dann doch nie. So, ich habe den nochmal kurz angesprochen, damit wir dann hier, falls ich das mal irgendwann brauche, doch hinreisen können. Nee, so viel Ausdauer hatte ich nie, weil das kostet doch schon einiges an Zeit, um das zu machen. So, hier haben wir Wasserau. Sehr schön. Also generell Auenland, das Auenland ist natürlich auch hier stark am Fluss mit vertreten. Michelbinge liegt ein bisschen abseits davon und Buckelstadt, das ist Tuckland sozusagen. Also hier wohnen die Tucks. Das ist auch schön aufgeteilt, also die Tucks sind eine sehr starke Familie, die haben eigentlich immer, na, man kann es nicht so richtig Anführer nennen, weil die Hobbits kennen eigentlich keinen Anführer, aber es gibt immer einen einflussreichsten Hobbit, der ist meistens von den Tucks gestellt, glaube ich. Und dann gibt es noch die Brendibock-Familie, die lebt hier in Bockland. So, und die sind schon fast Ausländer für die meisten Auenländer. Weil man nichts und niemandem traut, dass hier östlich des Brandywines quasi wohnt. Und das ist auch für, gilt auch bei manchen sehr misstrauischen Hobbits für die Brandybox. Und erst recht für Leute aus dem Breland, für Hobbits aus dem Breland, die kennt man so gar nicht. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Hier oben haben wir die Festwiese. Das ist übrigens der Festbaum.
Das heißt, hier ist theoretischerweise Bilbos Abschiedsfeier gefeiert worden. Und hier ist auch, wenn irgendwelche Feste sind, wird das hier immer veranstaltet. Die Höhle hier drüben übrigens, die Kellertür, ich weiß gar nicht, ob das ein Keller von Bilbo mit ist. Auf jeden Fall ist das hier nur zu öffnen, wenn Halloween ist. Denn dort drin wird es spukig, dort ist es spooky. Und da drin hat man dann halt so ein kleines Labyrinth, durch das man gehen kann und wo man verschiedenste Aufgaben machen kann. So, wir wollen aber hier oben hin, denn hier ist Beutels End. Und genau, hier ist Beutels End und ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, siehst du mal, hier stehen sie doch. Lobelia und Loto sah kein Beutlin. Das heißt, das ist Beutels End 1. Das hier war mal Bilbos Haus. Dann Frodos Haus und dann ging es an die sah kein Beutlin. Das komme ich gleich zu. Hier drüben, ne, das gehört alles noch mit dazu, oder? Ich glaube schon. Ja. Das ist alles ein Haus, das gehört Bilbo. Es ist das begehrteste Haus im Auenland. Und die Sackheim-Beutlins, die wollten das schon seit Ewigkeiten. Worüber ich mich gerade wundere, eigentlich müsste hier auch noch irgendwo das Haus der Gamgees sein. Der alte Gamgee, der alte Ohm, wie er auch genannt wird, der ist ja der Gärtner bei Frodo. Ne, bei Bilbo war der Gärtner. Und Sam Gamgee, sein Sohn, der ist der Gärtner bei Bilbo. Quatsch, was sage ich denn? Bei Frodo, Entschuldigung. Die heißen aber auch alle gleich. So, hier drüben ist dann nur noch Wald. Also hier ist dann nichts mehr, was bewohnt ist. Das ist also auch das höchstgelegene Häuschen sozusagen hier in Hobbingen. Hobbingen? Ja, Hobbingen, genau. So, was wollte ich sagen? Genau. Beutels End. Und zwar ist es so, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ich bin mir gar nicht sicher. Bilbo kommt vom Erebor zurück, 70 Jahre glaube ich, ne? Bevor der Herr der Ringe startet. Und ja, er wird eigentlich für tot gehalten, weil er ein Jahr lang nicht da war. Nach Hobbit-Maßstäben heißt das, er ist tot, wahrscheinlicherweise. Warum sonst sollte er nicht mehr auftauchen? Hobbits reisen ja nicht, Hobbits bleiben ja immer, wo sie sind. Und die Sackheim-Beutlins, die wollten schon immer Beutels End haben. Und sie haben sich so sehr darüber gefreut, dass sie es endlich bekommen. Kann man hier rein? Oh, cool. Ich glaube, ich war ja noch nie drin. So, das ist also Bilbos Hütte. Das ist ja putzig hier. Und, ach, das ist ja cool. Das sind die Capes der Zwerge. Die Hänge würden jetzt zwar normalerweise nicht mehr hängen, aber wahrscheinlicherweise soll das so eine Hommage an die Capes der Zwerge sein. Ist ja niedlich. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na gut, fehlen noch zwei theoretisch. Aber ist niedlich gemacht hier. Also die Hobbits, die mögen es gemütlich. Ich nehme an, das soll Smaug darstellen. Elegant. Eine Karte von Eriador, wie wir sie auch selbst besitzen. Das ist dann wohl der Düsterwald, nehme ich an. Das sieht nicht aus wie der alte Wald, das wird wohl der Düsterwald sein. Also viele Erinnerungen an die Vergangenheit von Bilbo. Das wird wohl der alte Bilbo sein, hä? So, schauen wir uns das Ganze mal so an. Ich mache mal hier kurz das alles weg. Können wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Hobbitkinder. Eine... Wer bist du denn? Ich weiß es nicht. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, was für eine Ritterin oder was für eine Kriegerin es denn gibt im Mittelerde-Universum. Also mir würde keine einfallen gerade. Ich wüsste nicht, was es da für eine Kämpferin gibt. Das ist doch eine Frau, oder? Ziemlich sicher. Weiß ich nicht. Na gut. Ansonsten... Was stellt das denn eigentlich da? Ach, ich glaube, das ist die Brücke über den Brandywine, kann das sein? Ich glaube schon. Also eine Hommage an die Fruchtbarkeit des Auenlandes sozusagen. Und wir sehen, das ist schon ein ganz schön großer Bau hier. Ein Bierhumpen. Das ist auf jeden Fall ein Bild wert. So, das scheint die Küche zu sein. Die ist eigentlich für Hobbit-Maßstäbe ein bisschen leer, finde ich. Aber gut, die Sackheim-Beutlins, die haben das Haus auch noch nicht lange, muss man dazu sagen, ne?
Also, Frodo hat ihnen das ja überlassen, als er aufgebrochen ist. Dazu komme ich gleich noch. Ich wollte bloß erstmal hier kurz einen Blick reinwerfen. Ach schade, hier kann man hier gar nicht weitergehen. Also, das Ganze ist noch viel tiefer. Die Hobbit-Höhlen, die sind wirklich tief. Die gehen wirklich tief rein. Man hat da viel Platz drin. So, also, Bilbo hat sein Haus behalten natürlich, als dann festgestellt wurde, hey, er ist ja tatsächlich Bilbo. Übrigens musste er dafür den Vertrag, den er mit Thorin ausgehandelt hatte, vorzeigen, weil der zeigte, dass er Bilbo ist. Das wollte ihm nämlich keiner mehr glauben, obwohl er natürlich mit vielen verwandt ist, mit vielen befreundet ist und sich sowieso jeder im Auenland kennt. Das heißt, jeder wusste eigentlich, dass das Bilbo ist, vom Aussehen her. Aber man wollte es ihm nicht glauben, er musste das erst beweisen mit dem Vertrag,